Ja, der Attack hat mir gerade jetzt angeboten. Hm. Ja, bin gleich wieder da. Jo. Gut, dann unterhalten wir so die Zuschauer. Ist ja auch nicht auch was. Ja, anderes. Ja, also. Ja, ja, ja. Genau, ja, also ich gehe jetzt mal in den Fotomodus und dann fliegen wir mal so ein bisschen hier über das Meer. Es ist natürlich auch mal was ganz Cooles, vielleicht, was man mal so zeigen kann. Ich mache jetzt mal das Sichtfeld so, dass man vielleicht ein bisschen sehen kann. Also hier, da drüben würde jetzt rein theoretisch, würde hier jetzt im Prinzip die Fähre andocken. Also das sieht man jetzt halt nicht, weil hier keine Fähre da ist. Aber hier im Prinzip, da haben wir einmal so ein Tiefding, da kannst du direkt ins Wasser reinfahren und da oben. Das ist wahrscheinlich für die obere Ebene bei der Fähre, die du quasi, also hier, da kannst du das obere Ende der Fähre laden und da unten ist das untere Ende der Fähre. So. Haben wir da drüben noch einen Steg für alle, die Hunger haben? Mhm, einen Steg, mhm. Guten Tag! Guten Tag, ja, jetzt extra, ja. Damit der Wolle sich wieder aufregen kann. Ja. Schön. Ah, schönes Bier. Haben wir da drüben? Bier. Ja, da haben wir da drüben noch Lampen, das finde ich auch toll. Da bin ich wieder. Ganz so hellen Köpfchen. Oh. Gut, dann sind wir vollständig. Hat der Jatak sich auch ein Bier geholt? Mm-mm. Ein Kamillentee. Nase der Tag ist dann seriöser. Der Tag ist dann guter. Ihr könnt ja mal einstellen, dass ich meinen Motor mit einer anderen. So, speichern wir eigentlich noch oder eher nicht mehr so? Weiß ich nicht. Wo kann man das nochmal einstellen, dass der Motor, wenn man Gas gibt, automatisch angeht? Gar nicht. Die Option unter geht Gameplay. Nicht mehr. Ey, wer kennt ihn das doch nicht noch? So. In dem Umschubser vorm Herrn da. Nach Aceberg, nicht Europort. Seit wann schreibt man Europort mit 2 O? Weil der in Holland ist. So. Oh. Ach, automatische Zündung und Motorstart, ja, richtig. Genau. Nee. Oh, wir stehen in der Fähre. In der Fähre. In der Fähre. Oh, nicht sogar im Attack, das ist toll. Mhm. Oh, toll. Ja. Oh ja, geil. Oh ja. Ja. Oh. Oh. Ich geh mal Fotomodus. Jemand zuhört. Ach ja, tun sie ja. Wenn uns jemand zuhören würde. Nee, uns hört keiner zu. Ist auch besser so. Ist besser so, dass das niemand tut. Das ist so bescheuert, ey. Ich geh auch mal Fotomodus. Ja, aber es ist noch zu dunkel für gutes Screenshots für Thumbnails. Seid ihr jetzt schon übergesetzt, ja? Ja, wir haben schon übersetzt. Wir sind nicht übergeschnappt. Nur ein bisschen. Nur übergesetzt. James, ich stehe hinter dir. Und wir haben. Kannst auch in mich reinfahren, das geht auch. Oh, Moment, ganz langsam komme ich. Ei. Oh. Jetzt bin ich schon weg. Ja. Ich mache jetzt ein Foto. Na, oh mein Gott, ein bist dunkel. Bist du Josh? Darf ich ein Foto mit dir machen? Wir setzen nach Screen. Ich mache ein Foto vom Josh. Oh, ich habe ein Foto vom Josh. Ihr habt nach Eisberg rübergesetzt, ne? Ja. Das ist ein Highlight. Guck mal, ich habe das Kennzeichen MDKW 553. Cool. Auf dem Anhänger von Transimit. Ja, vorne hast du HH und ich bin auch HH. Vorne habe ich HHNW 73. Haha, ist das lustig. Und der James hat. Der hat die Notiz. Nee, SUJC 1701. Nee, AFPTT. PPT. Und PowerPoint. Josh hat HHUR 71. Ne, Carsten hat KUU 379. Nee, das ist der Mario. Mario, nicht Carsten. Lass uns doch auf Carsten warten. Ja, wo geht's denn in Eisberg hin? Ich fahr schon mal zur Werkstatt. James, warum hast du das JC-Kennzeichen? Weil ich mir das bei World of Trucks da reingemacht hab. Cool. Ja, also. Da rein. Wir müssen oben nach. Das nennt sich. Ach, Arlberg nennt sich das. Arlberg? Und Arlberg ganz links am Rand zu. Ich kann es kaum lesen. Muss auch zur Werkstatt. Neben dem IKEA-Ding. Also Arlberg. Wir stehen jetzt an der Fähre, ne? Ja. Jetzt gehst du hoch. Und dann siehst du als ersten Ort Arlberg. Arlberg? Arlborg. Arlborg. Ja, ich hab gedacht, du hast Eisberg als Stadt. Nee, ich hab nichts verlesen. So, und bei Arlberg, aber nicht das, wo Arlberg steht, sondern... Neben diesem Ikea. Links neben darunter, Ika. Neben dem Ikea. Da muss sie hin. Hä? Wenn du die Stadt Arlberg hast, Arlborg, dann guckst du nach Aria links. Food. Ja. Ja, genau. Aber können wir zur Entdeckung der Karte links rumfahren? Können wir wie links rum? Ja, dass wir links rumfahren, statt rechts über die Straße. Dann haben wir... Das sieht nämlich recht cool aus, dann haben 100% Kartenabdeckung irgendwann. So, aber wir fahren erstmal noch zur Werkstatt. Dass wir die erste Abfahrt dann links reinnehmen, anstatt oben rum oder was? Ja. Genau, dass wir links rum oder so. Muss der Mario zu Nurse gehen, ja? Ja. Was?
Ja, ich hab jetzt links rum eingetragen. Oder zu diesem Aria. Gab Aria-Food. Food. Aria-Food, Aria-Food. Carsten? Ja? Wo bist du? Weg. Da ist der Carsten. Und der Josh möchte über die Landstraße, ja? Ja, ich mag Landstraßen. Der Carsten, das war eine ganz gute Idee, mit dem wir machen nur Prozent der Karte. Der hat immer gute Idee. Zur Werkstatt. Ja, wie wäre das, wenn... Ja, ist es noch Collision Zone, ihr Profis? Jo, der Carsten macht's richtig. Carsten schlängelt sich ja mit seiner Lüftung, das ist... Ja. Mario macht's auch richtig. Gewusst toll. Wie. Nein! Oh, dankeschön! Hier ist ja Bumsfallerer. Ab hier wird wieder gebumst, genau. War jetzt nicht so lustig. Nee, der lacht über was anderes. Gut, das ist doch richtig so. Party! Ich muss noch kurz zur Werkstatt. Werkstatt. Ja, die ist doch hier, du bist doch dran vorbeigefahren. Werkstatt? Ich bin noch nicht dran vorbeigefahren. Ach nee, ich stehe jetzt da vor dir, ne? Ich mach dir gerade keinen Platz. Moment, muss ich rüberziehen. Nö, ich komme da schon dran. Nein! Schon bin ich da, brauchst keinen Platz machen, Mario. Alles easy. Alter, was macht ihr da? Nix. Die fahren rückwärts. Warum? Die Carsten, fahr mal vorwärts. Fahr mal vorwärts. Carsten, fahr mal vorwärts. Doch, fahr mal vorwärts. Kann ich mir das Navi eigentlich vergrößern? Kannst du dir vergrößern, ja. Brauchst eine Taste für. Ja. Da haben wir irgendwie eine Folge für gebraucht, das zu machen. Die ist standardmäßig nicht belegt, die musst du belegen. Ah, toll. Ja, das funktioniert nicht, was du vorhast. Ja, fahr doch mal vorwärts, James. Ja, mach ich doch schon die ganze Zeit. Fahrt ihr beide doch mal vorwärts. Jetzt hört's halt auf, bis einer rennt. Jetzt fahrt's halt vor, Mensch. So, Carsten, ich hab dir einen kleinen Stups von hinten gegeben. Jetzt müssen wir wieder anderes fahren. Ah, was war da denn los? Boy, Julian! Hä? Ich bin doch gar nicht dabei, du Vogel. Aus Prinzip. Ach, Vögel. Nur so. Damit es nicht vermisst. Der schönen Erinnerungen wegen. Nee, das genau. Waren keine schönen Erinnerungen. Das ist ein Rapsfeld. Seid ihr alle da? Rapse. Ja. Ist der Julian schon wieder hinter mir? Ja, ist er. Seid ihr alle da? Ei, ei, Captain. Oh. Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Ja, was bleibt denn schon wieder stehen? Ja, ich dachte, ihr seid nicht alle da. Ja, haben die nicht alle gesagt, wir sind alle da. Haben wir dabei Kälte und Kevin sich so schnell die hast beiden. Du jetzt die Dose geleert? Nee, das waren noch andere Red Bull-Dosen, die hier standen. Ach so, ich dachte gerade schon. Da standen zwei übereinander und die sind durch das Gerüttel leider in eine Kippbewegung gekommen. Wieso also hast sie haben, ich möchte sagen, sie haben das World Trade Center gemacht. Autsch. Na pfui. Böse. 11. September, 88. Stock, null Chance, oder was? Genau. Boah, alter Vater. Ja, so merk ich schon. So merk ich. Dann bist du da echt richtig, dass die Spur richtig ist, der du fährst. Ja, also, links. Ich bin Brite. Ja, wir müssen ja links fahren. Carsten, fahr doch mal. Ja, ich kann nicht fahren. Er ist schon beinahe rechts abgebogen. Wir biegen du doch blockierst mich ab, mit deinem Spiegel. Links. Nee, links biegen wir ab. Damit wir den lass schönen rein. Weg fahren. Danke. Ach so. Na. No. Fühlt man sich wie so ein richtiger Trucker, wenn man das macht. Ja, mein Navi wollte jetzt rechts abbiegen. Aber ja, ignoriere es. Bitte hör rechts auf abbiegen. Die Stimme. Hör auf was Stimme. Sie sagt. Hör, was sie sagt. Sie war immer da. Komm, ja, fast hör immer. Auf ihren Rat. Eigentlich nur, wenn du dieses Video anguckst, dann ist die Stimme da. Ansonsten ist das. Ist welche Stimme? Da. Hör auf ja, die hier. Welche Stimme? Ja, die hier. Oh, das ist ein Mähdrescher. Oh, der fährt Schafe. Sogar. Ja, aber schlagen finde ich nicht gut. Schlagen. Außer Sahne, die gehört geschlagen. Ach, bin ich rübergeschert. Ja, bist du. Scher dich zum Teufel. Ja, ich nicht überholen und man darf doch hupen, wenn man überholt. Ach so. Und Licht hupen und sowas. Darf man das? Das? Ja, außerorts darfst du deinen Überholvorgang mit Hupen oder Lichthupen ankündigen. Oh, grüne Baustellenampel. Passt gut. Ah, zieh vor einmal. Willst du hin? Ich stehe, ach, danke. Ich stehe. Ich fahre in meine Richtung. Ja, wir haben aber gesagt, wir wollen hier über die Landstraße an der Küste lang. Ja, da war ich ja noch nicht da, als ihr das gesagt habt. Ja, hättest du mal zugehört. Du hast doch gesagt, dass du, ja, ich habe immer gute Ideen. Und irgend so eine Art hast du doch darauf erinnert. Ja, Erdbeeren. Toll. Jetzt hänge ich jetzt hier fest, oder was? Na, prima. Ja, Carsten, wir sehen uns, ne? Oh, ja. See you.
Oh, das wird gleich ein Spaß, wenn ich meinen Hänger abliefern muss. Halleluja! Parkst du von innen aus ein? Weiß ich noch nicht. Du darfst ja rausgucken, du darfst hinten rausgucken. Ja, es wird ja eh dauern, bis ich eingeparkt hab. Oha. Nach dem Links abbiegen, dann geradeaus oder rechts? Nach Aalborg, Aria Food. Über die Küstenstraße. Ja, aber wir fahren ja recht zügig irgendwie. Wer schlenkert dann da vorne? Ja, Julian. Ihr könntet ja mal ein bisschen langsamer fahren. Ja, ich will aber jetzt erfahren, ich stelle mich hier mal. Aha, das ist zu eng. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ey, wer bumst denn da? Ah! Kippelt jemand. Oder steht jemand in den Bäumen? Aalborg. Ja, ich auch mit den Bäumen. Scheiße. Nee, ich hab gesagt, da steht jemand in den Bäumen. Ja, ich. Soll ich mal umkippen? Nein. Alter Finne. Heftig. Heftig, Alter, heftig. Er sieht voll geil aus. Ich stehe jetzt hier am Straßenrand und blinke warnen. Ja, Mayo steht im Straßenrand. Da ist eine unsichtbare Wand. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gleich im Straßenrand liege. Mayo steht im Straßenrand, da ist eine unsichtbare Wand. Dum. Mayo, bleib einfach da, wo du bist. Das mit dem im Straßenrand, das kriegen wir hin. Der steht im Straßenrand. Muss der James da mal ordentlich draufkrummeln, dann ist er, so dann hat er den unangespitzt in den Boden gestampft. Der Josh spricht aus Erfahrung. Ich stampfe ihn unangespitzt in den Boden hier. Schau, schau mal, da liegt rechts neben dir. Ach, da! Genau da! Ich hätte mir das im Fotomodus angucken sollen. Der James hat gerade jetzt auch ein Problem. Ach verdammt, ich hab ihn nicht reingekickt. Ja, James hat ihn nicht reingekriegt. Scheiße, James, kommst du da jetzt auch nicht mehr raus? Das sieht interessant aus. Ja, James und ich, wir kommen nicht mehr raus. Habt ihr toll gemacht. Dann müsst ihr euch wohl zurücksetzen. Ja, dann müsst ihr euch wohl zurücksetzen. Habt ihr toll gemacht. Nee, Moment. Habt ihr toll gemacht. Soll ich euch irgendwie von vorne oder von hinten irgendwie mal, anbumsen. Betatschen. Oh, yeah. Nein, Josh, bleib du wenigstens ganz. Irgendjemand. Die haben das sich selbst zuzuschreiben. Ja, das stimmt, ich fahr mal weiter. Sie müssen verpennen, dass es so nicht weiterfährt. Ach, ich habe ein bisschen Carsten in meiner Reichweite. Der Carsten kommt gerade angefahren. Ach, jetzt hat er sich zurückgesetzt, das Weichei. Ja, schau mal, jetzt Carsten, jetzt siehst du gleich rechts neben dir, siehst du einen von beiden im Straßengraben liegen. Ah, Carsten, hätte klappen können, dann hätte ich es geschafft. Ja? Ja. Ich habe dem Mayo aber einen ordentlichen Kick gegeben. Ja, aber es hat nicht geholfen. Boah, das hat dem Mayo voll den Kick gegeben. Voll den Kick. Nee, ich wollte dich eigentlich innen den Boden reinrammen, sodass du da drin feststeckst. Ja, hat aber nicht geklappt. Ja, weiß ich. Bum, bum, bum. Bei mir klappt das. Ja, der Josh, beim Josh ist da klappt das. Das ist. Ja, dann zischen wir mal weiter. So, wo seid ihr denn rausgekommen? Eisberg oder Aalborg? In Eisberg. Ja. Eisberg. Ja, Eisfruchtzwerge da. Ja, dann nehmt doch den anderen Weg, der ist kürzer. Dann nehmt doch den kurzen. Nein, ich will den schönen Weg. Nein, auf meinem Channel gibt's auch den schönen Weg. Genau. Ich will mir sogar, bei mir sogar doppelt, ja? Also. Doppelt ist langweilig. Ich fahr da links mal rum, um die. Ist so schön, den kann man doppelt angucken. Genau, James, wir haben das jetzt. Oh, ja, Tag, schau mal, da links ist eine pinke Scheune. Guck mal links. Außerdem fahr ich in den Sonnenaufgang rein, ja? Das gibt's nur bei mir. Richtig, James, wir machen das nur, weil wir unseren Zuschauern das doppelt bieten möchten, ne, diesen Eindruck. Genau. Wir zeigen unseren Zuschauern eine pinke Scheune. Ja, da fahren wir jetzt hin. Ja. Boah, ist voll geil hier. Ah, die ist voll pink. Ist das irgendwie so ein Easter Egg oder was soll das sein? Keine Ahnung. Ey, die ist halt mal voll pink. Die ist mal richtig pink, ey. Ja, aber so richtig pink. So neon-pink. Oh. Alter, ist das geil. Das ist eine Firma. Ist hier eigentlich wieder ein Firma? Fahrgebot? Ja, ne? Firma mit Ö. Ja, wir Firma. Sind in Ö-Rüpe. Ja, nicht nur Gebot, sondern hier ist eigentlich Rechtsfahrpflicht. Gut. Oh. Der James ist bei mir auch ein grüner Punkt. Mit dem bin ich ja auch befreundet bei Steam, ne? Ja, Mario ist ein gelber Punkt. Ich habe nur gelbe Punkte im Konvoi. Echt? Warum hast du denn nur gelbe Punkte? Weil er die Farbe umgestellt hat.